Grüezi und hallo und willkommen zu einem neuen Garten-Update hier bei uns zu Hause. Ja, ich werde euch heute wieder mal ein bisschen herumführen hier auf unserem Grundstück in Thailand. Hier das Häuschen kennt ihr ja bereits und wir befinden uns ja in der Regenzeit. Ab und zu regnet es mal ein wenig, leider nach wie vor zu wenig. Und hinter mir und auch hinterm Haus der Garten wächst, beziehungsweise der Dschungel. Ihr wisst, das ist ein Dschungelprojekt. Wir wollen hier mal einen Dschungel mit ganz vielen Schlangen. Nee, die Schlangen müssten nicht sein, aber die kommen natürlich auch. Und wir schauen uns das Ganze mal wieder an. Viel Spaß mit dem Video. Lass uns gleich hier beginnen mit dem Garten meiner Frau. Jui, sie macht den vorderen Teil. Hier hauptsächlich Blumen. Man sieht auch, das Ganze wächst. Hier unten bei der Mauer, da staut sich auch immer mal wieder gerne das Wasser nach einem Gewitter und somit ist der Boden dort auch feucht genug, was man ja auch halt sehen kann, dass sehr, sehr grün ist in diesem Bereich hier. Ja, da kommt sie ja gerade, wenn man vom Rauchen spricht, wieder voll vermummt unterwegs, damit sie ja nicht braun wird. Hier unser kleiner Unterstand, da hat es auch einen Tisch, wo man mal zusammensitzen kann. Da sitzen jetzt gerade noch die Katzen. Hundi auch schon wieder am Start. Hundi schnüffelt da und spielt auch schon wieder rum. Da, ja, die kleine Büffelstatue, sehr beliebt bei den Zuschauern hier. Ich finde sie auch mega. Ja, Hundi, nerv nicht schon wieder, ja. Und da drin, da haben wir immer mal wieder Schlangen. Zurzeit ist eine zu Besuch. Ich habe sie jetzt auch mittlerweile auch schon drei Tage nicht mehr gesehen. Aber es ist keine gefährliche. Aber wie schon viele von euch vermutet haben, wird es hier in Zukunft auch noch die eine oder andere Schlange geben. Aber es gibt natürlich auch noch haufenweise andere Tiere, die kommen. Wir hatten gestern eine Ratte, das erste Mal jetzt in 8 Monaten. Und was war noch? Ja, so dieses Kolopender, diese ja, Tausendfüßler. Das ist die Drachenfrucht. Hat sich noch nicht viel getan. Mal schauen. Ja, ich glaube, Wasser braucht sie zurzeit nicht. Das sollte sie genug haben. Mal gucken. Vielleicht noch ein bisschen Dünger. Bin nicht ganz sicher. Dann hier drüben noch nicht viel verändert. Außer der Papaya-Baum. Der wächst auch schön. Komisch hier in der Ecke, was immer so heiß und trocken ist. Ja, Früchte, das wird noch einen Moment dauern. Dann Juis Gemüsegarten. Das ist die Passionsfrucht hier, die da oben drüber wächst. Mal schauen, wie lange es dauert, bis hier die ersten Früchte kommen. Dann haben wir noch ein paar neue Bäume gepflanzt, wie dieser hier. Ich glaube, der wird dann später solche Blüten haben. So schöne, was ist das, rosa Blüten. Klar, der hängt jetzt noch etwas durch, weil der ist frisch gepflanzt. Der muss da noch Wurzeln schlagen. Ja, was kann ich euch noch alles zeigen? Da hat sich nicht viel getan, außer ein paar kleine Pflänzchen hier am Boden. Wobei nicht wirklich der Rede wert. Früchte haben wir auch schon. Die kommen jetzt so langsam. Vor allem ein Bananenbaum, das werden wir uns gleich anschauen. Da auch die kleinen Bäume hier, die wachsen relativ schnell, da bin ich auch überrascht. Durien, schwierig, jetzt in der Regenzeit, immer etwa gleich groß, keine großen Veränderungen hier. Dann auch dieser Durien, er steht zwar, aber er wächst jetzt nicht gerade wirklich in die Höhe, was ein bisschen schade ist. Da habe ich nochmals Drachenfrucht gepflanzt. Da wollte ich ja noch mehr haben von denen. Drachenfrüchte. Was mir auch aufgefallen ist, jedes Mal, wenn du Pflanzen kaufst, die haben in der Erde haben die solche Kügelchen drin. Das ist ja Dünger, das ist ja, glaube ich, künstlicher Dünger. Da muss man auch ein bisschen schauen, wenn man sie kauft, wenn man jetzt keinen Kunstdünger möchte. Wobei, ich sage jetzt, bei mir ist es nicht so schlimm. Wenn du die neu kaufst, diese Pflanzenbehälter sind halt, die haben halt so meistens 5, 6 von diesen Kügelchen drin, aber egal, das ist ja auch nur zu Beginn, danach wird nur noch mit Kuhmist gedüngt.
Mangobaum. Vor ein paar Tagen haben wir hier begonnen, unten mal die Äste abzuschneiden, alles zu kürzen. Und schau her, dann wächst es hier oben etwas besser und schneller in die Höhe. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Auch der Boden finde ich mittlerweile echt cool hier. So ein bisschen Waldboden-Style. Also nicht mehr so trocken wie auch schon, sondern es wächst schön grün und gemischt. Da kann man auch sagen, überall Veränderungen festzustellen. Auch bei den Bananen. Man sieht hier, das war ja mal einer, überall hier. Und da kommen schon drei neue. Also Regenzeit ist wirklich die schönste Zeit. Gefällt mir hier am besten. Weil man wirklich zusehen kann, wie das Zeugs hier, also die Pflanzen jeden Tag wachsen. Da Papaya habe ich noch gepflanzt. 1, 2 und 3. Jetzt mal ein bisschen neben dem Teich, also neben dem Wasser hier, mal gucken, ob die etwas besser hochschießen als alle anderen. Dann, da oben hat sich nicht viel getan, außer dass es hier auch extrem schnell wächst. Da läuft das Duschwasser raus, also Wasser mit Seife. Und frage mich nicht warum, aber irgendwie mögen die Pflanzen Seifenwasser. Weil die wurde ziemlich zuletzt gepflanzt, diese Papaya. Wenn ich so da vorne schaue, beim Anfang, wo ich euch gezeigt habe, die wurde zuletzt gepflanzt und auch der. Und die sind schon, ja, schon so groß wie die. Also die sind jetzt zwei Monate schneller gewachsen. Also in 2 Monaten sind die so schnell gewachsen wie die anderen in 4 Monaten. Das ist schon speziell. Dann hier, den habe ich auch zurückgeschnitten. Man kann es hier sehen, da überall die Äste noch, da fehlen sie, da. Massiv zurückgeschnitten, da bin ich auch gespannt, ob es jetzt hier oben dann in die Höhe geht oder nicht. Da habe ich noch Sternfrucht gekauft, ein großer. Der hatte schon 2 Früchte dran, die habe ich gegessen. Dann Teich schauen wir uns gleich nachher noch an. Hier auch noch ein paar neue Pflanzen. Mangobaum, dasselbe, unten alles weggeschnitten. Da auch dieser Mangobaum. Der war vorher sehr buschig und jetzt nur noch sieht man hier nur noch den Stamm, zack. Und mal gucken, wie lange es dauert, bis da oben dann der Busch kommt. Teich. Große Veränderung. Da kamen letzte Woche die Gärtner und haben hier auch noch 5 Meter. Nee, stimmt nicht. Also sind es 5 Meter? Ja doch, es sind 5 Meter. Der Teich ist ja 21 Meter lang. Die haben hier auch noch 5 Meter Wasserpflanzen rausgenommen. Die liegen hier drumherum. Das ist ja Kompost. Das wird dann irgendwann eh mal Erde. Und wir haben ja da auch letzte Woche noch diverse Fische gekauft. Unter anderem Kois. Irgendwo da vorne ist gerade einer. Aber es ist jetzt heute gerade nicht so sonnig. Vielleicht sieht man sie nicht gut. Ja. Viele, viele neue Fische hat es drin. Auch welche, die recht groß werden, bis zu 1 Meter oder mehr. Aber die Artenvielfalt, die ist schon mega schön. Auch die Palmen. Sie wachsen langsam, aber sie wachsen. Man kann hier auch feststellen, dass sie immer größer werden. Ich muss ehrlich sagen, es macht jetzt am meisten Spaß. Wenn die Bäume schon so eine gewisse Größe haben, 1,50 Meter bis 2 Meter, jetzt kann man wirklich zuschauen, wie sie in die Höhe wachsen. Da, die meisten Fische sind immer in diesem Bereich, frage mich nicht warum. Alle hier. Ja, so schaut es im Teich aus. Zurzeit sehr stolz bin ich auf diese Banane hier, oder auf den Bananenbaum. Das ist der erste Bananenbaum jetzt, der uns die ersten Bananen beschert.
Die brauchen jetzt noch einen Moment, bis sie wachsen, also bis man sie essen kann. Aber ja, wunderschön. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber wunderschön, wenn du da irgendwie die ersten Früchte heranwachsen siehst. Hier habe ich mir noch einen Baum gegönnt, einen etwas größeren Baum. Das ist Rosenapfel, sehr, sehr lecker. Den haben wir vorgestern gepflanzt und einen kleinen von denen habe ich noch. Der wird dann hoffentlich mal hier diese Wand vom Haus etwas beschatten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für einige von euch schaut es ja schon relativ voll aus, aber das ist noch gar nichts. Also da werden bestimmt noch weitere 500, 600 Bäume gepflanzt. Aber ich lasse mir jetzt ein bisschen Zeit, mal um diese Bäume hier kümmern, schauen, dass sie genügend Wasser haben, dass alles passt. Und dann so, ja, ihr kennt mich ja immer mal wieder, so alle zwei Wochen, wenn ich irgendwo was sehe, dann hole ich mir was. Ich habe mir vorgenommen, jetzt nur noch große Bäume zu holen, weil ich ja nicht mehr 10, 20 Jahre warten möchte, bis da irgend so ein kleiner Baum die Größe erreicht, sondern so Bäume wie der, den ich euch da hinten gezeigt habe, so 2 Meter, 1,50 ist ja Minimum 1,50 bis 2 Meter. Da stehen auch noch ein paar herum hier, die muss ich heute noch pflanzen. Da, der ist auch mega cool, das sind auch Rosenäpfel, kleine Rosenäpfel, die sind so lecker. Oh, der raucht. Den werde ich heute noch irgendwo an einem schönen Ort einpflanzen. Viele von euch haben mich schon gefragt, Mario, warum machst du hier keinen Fahrzeugunterstand? Und ich habe immer gesagt, will ich nicht, damit man noch ans Haus rankommt. Weil wenn du hier die Einfahrt blockierst mit einem Dach, dann kommst du mit einem großen Fahrzeug, mit einem Kran nicht mehr ans Haus ran, wenn du mal irgendwann in Zukunft was am Dach machen musst, oder? Ist ja nicht auszuschließen, dass man mal irgendwas reparieren muss. Und dann braucht es ja auch große Fahrzeuge, die hier hinfahren können. So, was machen wir jetzt hier? Wir haben bereits einen Baum gepflanzt. Diesen hier haben wir gepflanzt. Klar, der wird jetzt noch nicht so schnell Schatten spenden. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Und dieser hier auch. Der wird sehr buschig. Also sehr viele Blätter. Und da wird dann wenigstens von dieser Seite, wo wir sehr viel Sonne haben, den halben Tag, wird es da dann ein bisschen Schatten geben. Ja, das war so ein kleines Update wieder von unserem Grundstück, vom angehenden Dschungel. Es gibt vielleicht dann irgendwann noch, da muss ich noch etwas sparen, eine Plattform hinten auf der Wiese, wo man dann so hochgehen kann, so wie hier, also so, ich schätze etwa 3 Meter hoch. Treppe, alles aus Eisen, aus Stahl, damit man dann auf die Plattform gehen kann und morgens dort oben einen Kaffee trinken und schön über die Bäume, also auf Baumkronenhöhe ist und schön von oben ein bisschen da die Umgebung genießen kann. Ja, mussten da mal eine Offerte einholen, mal schauen, was das Ganze kostet und das wäre dann mal noch so ein kleines Projekt für die Zukunft. Ich suche noch einen großen Kiwibaum, das wäre noch geil, aber habe noch keinen gefunden. Ja, man sieht sich im nächsten Video, wenn du magst. Bis dann, Grüße aus dem Garten Eden in Thailand.